Und damit herzlich willkommen zurück hier beim Warlock the Master of Arcane. Das wollte ich gerade schon den falschen Titel sagen. Ja. Was macht er? Ich habe mit der Maus gescrollt. Achso, das wollte ich gerade sagen. Ich habe mit der Maus gescrollt und jetzt geht es irgendwo ganz anders da weiter. Ja. Das hätte ich auch gemacht. Das hätte ich nicht gemacht. ich stelle mir das irgendwann mal so vor, dass der Computer schon so schlau ist und auf diese ganzen Kommentare eingeht und dann sagt, okay, dann machen wir das das nächste Mal anders. Wenn du das unbedingt haben möchtest, Kabu, kein Problem. Da muss man aufpassen, was man sagt, ne? Stöpselt man einfach das Mikrofon aus. Das ist nicht toll. Super, wozu habe ich denn die Leute darüber geholt? Ach, Mann. Das waren doch so teure Einheiten. Waren die billigen, aber egal. Kann weiter sagen. Das sind die teuren. Juckt die auch nicht, ne? Was macht die Ratte? Ja, zieh dich zurück, da hast du recht. So, der hat uns schon mal den Gefallen getan. Der fliegt einfach da mal ein bisschen rum. Da müssen wir natürlich auch noch nachgucken, ob da hinten vielleicht noch ein Drachenhorst ist oder so. Okay, der zieht sich einfach mal so zurück. Dieser Krakentanz interessiert doch echt keine Socke. So. Der hat halt eine langwierige Aufgabe noch vor sich, hier die ganzen Dinge da wegzuholen. Du darfst den da hier mal angreifen. Dann ist der eh platt. Der guckt dann dort hinten nach. Ihr geht... Ach, die haben noch gar nicht fliegen. Naja, gut, dann dürft ihr danach gucken, aber es sieht ja so aus, als wäre schon mal nichts dort. Elfendorf, was ja auch nicht verkehrt wäre. Nee, das sind ja eigentlich schon. Silenzium. Ihr dürft die nicht an. Achso, ihr seid ja. Das war jetzt gerade Facepalm hoch 10. Super! Damit hätten wir das da auch geschafft. Beziehungsweise, was dürften ihr da gleich kriegen? Ich warte damit. Bis die an der Runde sind. Wir müssen eh wieder 1000 Mal rein und raus switchen. Paladine. Aus dieser tollen Gegend. So, der nächste. Hein. Mensch. Mana. Stolz und dann haben wir eigentlich das Gebiet hier coolerweise komplett abgeerntet. Das ist genial. So, wo dürfen wir was bauen? Wir dürfen hier drüben was bauen. Wir bauen hier meinetwegen einen Friedhof, Einheiten bauen. Warum nicht? Dann brauchen wir mal unsere Hauptstadt. Kawabenga! Was haben wir denn jetzt hier? Segen des Lebens. Bevölkerung plus 65. Yay! Ja, ich würde sagen, wir machen damit dann auch direkt weiter. Mal gucken. Warum nicht? Waffen wir auch mal ein bisschen unsere Städte. Das bringt ja auch immerhin etwas, um den Stadtwachstum voranzutreiben, weil, wie man schon sieht, es dauert auf einer gewissen Größe echt ewigst. Nee. Die wird hier ordentlich aufräumen können. Dann machen wir hier mal den Turm weg, weil, warum nicht? Ich meine, er hat sie, er hat ja auch immerhin unsere Türme weggenommen. So. Bam. Kann er uns schon mal etwas weniger auf die Pelle rücken? Was mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Ja, ich warte hier natürlich in Sonndorf, dass hier Einheiten rauskommen. Und was ist? Ich kann mir die großen, mächtigen Elfen-Scharfschützen hier nicht leisten. Mensch, ist das nicht nett? Ist das nicht nett? Und dann lassen wir auch einen Helden hier mal übers Meer latschen und die ganzen anderen Stellungen da wegnehmen, weil das nervt so ein bisschen. Wir bleiben genau hier stehen. Nein, ihr bleibt nicht genau hier stehen. Ihr geht genau ein Feld vor. Mensch. Die haben ja all ab und an was. So, Resistenz oder wir machen das da, komm. Das klingt cool.
Ach, ihr kriegt... Ja, Passierbarkeit nutzt nichts. Schaden plus. Weil meine, sie können fliegen. Was interessiert die, wie das Gelände unten runter aussieht? Oh, Trolle. Cool. Die sehen aber nett aus. Jetzt warte ich extra, dass hier unten die kommen. Und jetzt kriege ich da oben so Trolle. Supi. Was haben die eigentlich für Effekte? Oh, die könnten wir sogar noch ausbessern zu alter Troll. Cool. Ja, dann würde ich sagen, kriegen die restlichen Credits eben. Die haben halt, der Vorteil ist gleich mal die Regeneration plus, ne? Hier gleich mal die ganzen Fähigkeiten. So. So. Und das noch. Und dann sind wir gleich bankrott. Ja, wir haben sogar noch 132. Cool. Nächsten. Oh, Schild ist fertig. Wird das langen? Nicht wirklich. Da waren die Einheiten noch im Weg. Aber zumindest verlassen sie die Stadt. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das Elementar. Dann war das auch mal weg. Wir könnten nicht. Wir lassen die mal rauf. Ich wollte hier mal durch das Portal durchgehen. Stimmt, die leben noch. Das wundert mich am allermeisten. Ich rüste das mal nicht auf. Ich lasse das mal da. Mal schauen. Vielleicht, dass wir hier den Turm wegmachen. Da oben den Turm. Dass wir da ein bisschen mehr Ruhe haben. Wird wohl nicht viel bringen, aber nun gut. Hier versuche ich weiterhin das Spielchen. Wir müssen da anlanden. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, aber wir versuchen es einfach mal. Das Katapult. Ja, ich würde sagen, wir warten, bis wir wie viele werden hier noch gemacht? Noch 3 Stück. Wir warten, bis die ganzen Katapulte da sind und dann holen wir da die alle zu haben. Zum großen Angriff auf die Bastion des Feindes. Rattenclip. Ist ja so ein Name. Ist natürlich schlecht, dass er hier überall Sumpf hat, aber das Gute ist, dass die hier diese Türme gleich mal wegmachen. Das gefällt mir am allermeisten. Ja, ihr müsst hier leider campen. Achso, das sind die neuen Einheiten. Das Katapult, Mana-Falle, Münze und der Markt. Sehr gut. Dann darf der Ewige mal wieder. Kritischer Schlag. Es wundert mich aber, dass diese... Darf nur die Hauptstadt diesen fetten Angriff machen, aber selbst die macht der Feind gar nicht. Fällt mir halt nur gerade so auf, weil das halt so ein Pille-Palle-Angriff war und nicht dieser Bereichsschaden, den eine Hauptstadt eigentlich machen kann. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Ich dachte, ab einer gewissen Größe geht das regulär. Den Angriff meine ich. Ich glaube, das darf nur die Hauptstadt dann machen. Okay. Was macht er da jetzt? Holt er die Ratte wieder rauf? Nein, doch wieder runter. Sie ist so... Sie schafft das. Nein, sie schafft das nicht. Ach, ja. Herrlich. Ja, die Monster, die können was skippen. Das ist tödlich für die Monster. Diese königlichen Hellebarten, die sind einfach, ja, meine Lieblingseinheit schlechthin, weil sie so super overpowered sind, wenn man das mal so sagen darf. So, ansonsten, ja, lieber gucken, nachher ist in der Ecke noch was und dann regt man sich noch viel mehr auf. Oh, ich sehe, aber der Zauber ist bereit, das ist cool. Ja, dann können wir natürlich schon mal den Vampir... runterholen. Hauptsache, er hat sich mal bewegt. Besondere Gebäude. Hier freue ich mich besonders drauf. Auch noch ein besonderes ist, dort hinten interessiert mich nicht so. Da sind Leute unterwegs. Dann können wir nämlich den Vampir als erstes schon mal rüberholen. Ja, das Gold, das schöne Gold. Es ärgert mich eigentlich. Ich habe jetzt hier schon Handwerkerviertel, ich darf hier noch nicht groß was aufbauen. Da ist das Gehöft.
Fledermausfort haben wir aber an der Stelle nicht wirklich. Macht wenig Sinn, ich mach's trotzdem. Dann einmal Cabo Will bitte. Swam! Und Produktion 60% plus. Also so langsam, aber sicher dürfte es in Cabo Will dann gut abgehen, ne? Natürliches Wachstum 0,7. Segen des Lebens plus 65. Ist schön. Rundet auch auf, gefällt mir extrem. Mal gucken, wie weit wir die Stadt hinbekommen. Viel Bauplatz ist ja da noch. Das ist etwas, was mich bei dem Spiel eigentlich schon immer so ein bisschen gestört hat. Dass es nach einer Zeit lang so lange dauert, bis man da was macht. Aber seien wir mal ehrlich, andere Spiele desselben Genres sind da nicht besser. Gerade so Civilization, wenn man da mal überlegt, wie schnell hat man da ein Gebiet mal wirklich groß ausgebaut. Was habe ich jetzt hier eigentlich vor? Ein Handwerkerviertel, weil Schnee, Nahrung und so, ne, ist schlecht. Da hat man ja dann auch Riesenfelder und kann die alle gar nicht bewirtschaften, weil man einfach die Leute nicht dazu hat. Unmöglich. Das dauert ja Ewigkeiten. Das war blöd. Das war Sumpf, oder? Hm. Ja, dann würde ich sagen, Nö. Wir machen da einfach Fruchtbarkeitsmachung. Fruchtbarkeit. Rattenherbeirufung. Starke Ratten. Aber das können wir uns eh nicht leisten. Von daher würde ich fast sagen, ja, ist jetzt ganz klar. Halt, nee. Ich wollte jetzt hier Fruchtbarkeit. Allerdings müssen wir die Einheiten mal rüberholen. Da sind wir bei plus 50, das natürliche Wachstum. Welches Level hatten die Stadt? 11, okay. Bis 14 geht's eigentlich ganz gut, danach friert's halt ein. Ja, nicht lange über. So, da haben wir eh nur noch eins. Ja. Passt. Das ist ja eh meistens das Problem, dass der Platz ausgeht. Ich meine, hier die Stadt, die könnte ich ja auch wahrscheinlich nicht mehr weiterentwickeln. Weil ich einfach den Platz dazu nicht habe. So. Hellebartenträger. Ist jetzt die Frage, will ich die Türme hier vernichten oder die Einheiten? Ich meine, die Einheiten sind jetzt nicht wirklich so stark. Wir haben Spaß mit den Türmen des Feindes. Der interessiert sich gar nicht für meine Gebäude. Nein, für meine Städte, Einheiten. Er will nur meine Türme kaputt machen. Dieser Kabu, der ist total piu-piu. Zu Tode heilen. Ja, zu Tode heilen. Nein. Och, Mist, Mensch, hey, ich liebe es. Ich habe aber auch so einen klickgeilen Finger, muss ich sagen. So. Und dann haben wir nämlich gut Zeit, eigentlich hier diese Katapulte auch gut aufzurüsten. Gefällt mir eigentlich dieser Plan. Könnte was werden. Da sind noch die Bogenschützen am Laufen. Die kriegen dann auch Flugfähigkeit. Dann sollen die sich da oben um die ganzen Kraken mal kümmern. Dann haben wir das eigentlich auch recht schnell vorbei. Sehr gut. Regeneration. Regeneration ist halt so immer. Muss man einfach mal dazu sagen. Sehr schwer, dass man dann nach Einheiten verliert. Werwölfe. Wo kommen die denn her? Da. Ein Siedler aus. Okay, dann wissen wir auch zumindest schon mal, wo die herkommen. Ja, super. Zumindest bis da hoch dürfen sie mal kommen. Dann dürfen sie sich freuen, getötet zu werden. Tja, die letzte Einheit. Cool. Jetzt haben wir zumindest schon mal die erste Portalrunde hinter uns. Sehr gut. Die gehen nicht nach Rattenclip. Warum nicht? Weil das Sumpfgelände ist? Berg? Keine Ahnung gerade. Die Trolle. Ja, ich würde sagen, wir holen die Trolle mal in Action, ne? Sollen dort oben mithelfen. Er darf weiterhin hier Party machen. Wir uns.
Ich weiß, dass dort noch böse Einheiten sind. Genau. Die hätte ich eigentlich auch mal. Also ne, 17 Gold, da kann ich nichts upgraden. Sie ist auch noch da. Unpassierbares Gelände. Hat die nicht fliegen? In der Tat. Sagt mir das doch. Mensch. Die muss doch fliegen können. Die gute. Der Ardania. Sehr gut. Gehöft, Zaubergarten, Mana-Zucht und noch ein Gehöft und Such beenden. Ja, ja. Das ist sinnlos. Ja, ja, komm mal mit Elementar gehen. Oh. Nichts gesagt. Überhaupt nichts. Hey, die halten sich aber da oben auch echt lange. Muss ich einfach mal sagen, ne? Mein schönes Katapult, aber das war irgendwann logisch. Ja, ich meine, da kannst du angreifen, so viel du willst. Was er da mit den Siedlern vorhat, verstehe ich nicht. Ich meine, soll man nicht, soll man recht sein, wenn er auf der anderen Seite eine Stadt aufmacht, ne? Dann nehmen wir die einfach ein. Aber ich glaube auch nicht, dass der so weit kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Da drüben ist immer noch ein Oger. Vielleicht sollte ich mal nicht ganz so selbstbewusst an die Sache hier rangehen und doch vielleicht mal hier ein bisschen dafür sorgen, dass hier die Einheiten wegkommen. Nur so ein bisschen würde sich rentieren. Ja, okay, dann macht die Hauptstadt nur diesen Flächenangriff. Ich war aber mal der Meinung, es war möglich, dass auch diese anderen Städte ab 10 aufwärts diesen Flächenangriff machen konnten. Irre ich mich da so sehr? Verwechsel ich das gerade mit einem anderen Spiel? Diese Ratten sind so geil. Also, die gefallen mir. Das wird doch ein bisschen nervtötig, die ganzen Fische da wegzumachen. Aber nun gut, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Krakentanz interessiert keinen, das interessiert auch keinen. Wow. 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 Also das war gerade heftig. Ach, schade, jetzt habe ich gedacht, wir hätten das schon in sicherer Tasche da drüben. Aber das war gerade... Wow. Wow. Hat er da einfach mal unsere... Zombie? Es gibt immer wieder mal neue Einheiten, die ich echt nicht kenne. Ah, genial. Ja, natürlich. Hellebarten, bitteschön. Danke sehr. Jetzt können wir dann hier auch richtig gut abgehen. Volle dem mein Dings müsste doch fast fertig sein, meine. Bockenschütze. Der etwas speziellere. Ja, gut, wobei. Wenn ich jetzt mal so gucke, ne? Sie ist da. Da können wir hier mal kurz drumherum aufräumen. Das ist ja für die nichts anderes als Zielschuss. Zielschuss und Sieg. Geht mal dahin, dann kommen wir schon mal keine Monster mehr. Und ansonsten müsst ihr halt eine Runde warten. Tut mir ja leid um die Ratten, aber muss sein. Und ihr geht. Ihr geht. Wisst ihr was? Warum mal nicht hier oben gucken? Die muss ja eh noch irgendwo einen Tempel haben. Wir könnten ja mal unseren religiösen Status abrufen. Wie wär's denn damit? So. Das Katapult wird wieder richtig positioniert. Wenn schon, wenn schon. Genau, wollt's doch schon sagen. Die müssten doch auch... Oh Gott! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runden nur allein, um diese Viecher dann wieder zu machen. War jetzt natürlich schon eine Leistung, würde ich sagen. Also, wow. Das ist verwunderlich gerade. Sind die so stark? 70. Regeneration. Machen die so wenig Basisschaden? 27.
Okay. Hm. Das ist, also da muss ich jetzt sagen, das muss ich jetzt nicht so verstehen, ne? Oh, was kriegt denn er? Ach, auch die Geisterrüstung, gut. Ja, die beiden kümmern sich hier oben noch um die Fische. Warum denn nicht? Wobei, das könnte in der nächsten Runde eigentlich einer alleine bewerkstelligen. Dann würde ich sagen, wir holen uns 39. Naja. Wir holen uns ihn. Wir holen uns ihn. So einfach ist es. Und zwar... Will ich den jetzt da drüben mit dabei haben? Oder da? Ich meine, das sieht ja nicht so schlecht aus. Oder hier? Frage erledigt. So. Gulische. Das Ibun gefällt mir jetzt schon mal nicht wirklich. Könnte kritisch enden. Die wollte ich ja eigentlich mal durch das Portal durchjagen, ne? Ach Mist, die habe ich gesucht. Die wollte ich ja eher haben. Aber ich habe gedacht, die sind schon gelaufen. Deswegen bin ich nicht mehr so rücksprungen. Gut, dann dürft ihr durch das Portal. Die können ja mal dann übers Wasser rüberlatschen. Das ist ja nicht das Problem. Ihr seid auch fertig. Dürft auch durch das Portal hindurch. Wir bringen Gerechtigkeit. Super. Jetzt die Frage. Wir machen das einfach mal so. Und tschüssi. Noch wieder neue Einheiten. Das sind da nur Waldläufe. Warum baut ihr eigentlich so billige Einheiten, ey? Jo. Wie die trollen mich. Der Witz ist mir beim anderen Spiel schon mal sowas von auf die negativ ausgeschlagen. War lustig. Nein, eigentlich war es nicht lustig. Es war traurig. Und ich habe den Witz immer gebracht. Das war das Schlimme dann daran auch noch. Mit wem habe ich das gemacht? Irgendwo im Multiplayer. Ach, die können sich da nicht mehr reinstellen. Naja, ich wollte mich da reinstellen, um das Baugebäude da so ein bisschen zu blockieren. Das wird es wahrscheinlich auch so bringen. Naja, es gab immer ein Level Up. Warum auch nicht? Die werden zwar die nächste Runde nicht überleben. Sag mal, die sind ja auch fertig. Das ist ja mal genial. Kann ich hier, genau, und zwar gönnen wir uns hier zumindest Einheiten. Okay, das war einmal viel geklickt, mehr als nur viel zu viel, ich denke, man dürfte es bemerkt haben. Wir machen 90 Schaden an der Stadt und die machen gerade mal einen Schaden bei uns. Boah, das würde mich so anekeln. Wirklich. Gehöft und Mana-Gewölbe und Bank. Okay. So, das war es dann allerdings auch schon für diesen Part. Einen werde ich doch noch aufnehmen. Warum denn nicht? Zeitlich sieht das nämlich sehr gut aus. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Baba.